Hallo alle miteinander, hier ist wieder David von Möbius Gaming und Mr. Katafi. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier auf Tau Volantis, bei der Insektenbekämpfungseinheit, Drei? Gnubbel. 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 Wir müssen, ja. Denn wir haben Gnubbel da draußen gerade schon gesehen, die an den Wänden hängen und die mussten wir abballern. Genau, und weil wir dazu keine Lust haben, werden wir jetzt hier einfach Gas durchleiten wollen, das unsere Gesichter frisst. Face-Eating Gas. Apropos Face-Eating Gas. Was? Oh, da. Im Tesla. Scheiß Alien. Obwohl, für die sind wir die Aliens. Stimmt eigentlich. Eigentlich ist das gruselig. Stimmt eigentlich. Face-Eating Gas. Wir kommen auf ihren Heimatplaneten und machen hier Stunk, ne? Möchtest du diesen tollen Kasten? Ja, Kasten. Schön, dann chill ich hier ein bisschen. Oh Gott, ich muss. Ich hab, glaube ich, was kaputt gemacht. Alles okay. Kriegst du das hin? Was für ein Lift ist online? Oh, ich hab was. Ach, unser Lift, der uns hier hochgebracht hat. Ja, das wäre schön, wenn wir wieder lebendig rauskriegen. Oh, ich wurde angegriffen von lustigen Herren. Passt schon, passt schon. Alles cool, alles in Ordnung hier. Hier ist alles cool. So, gucken wir mal, ob das reicht. Ja! Cool. Oh, hinter mir. Hallo. Ja, ja. Oh. Anometer. Okay, dann gucken wir uns doch mal an, ob wir unser Face-Eating-Gas auch irgendwo rein deployen können. Das wird echt witzig. Ich freue mich drauf. Aha. Also ich will das sehen aus eigener nächster Nähe. Aha. Aber ich will dabei einen Schutzanzug tragen und am besten eine ganz tolle transparente Glasscheibe zwischen uns. Haben wir ja auch. Wir haben ja eine Glasscheibe da vorne gleich. Ist auch besser für uns, ja. Face Eating Gas. Das ist toll. Kava ist schon. Kava ist echt schon ein lustiger Geselle. Ich finde, seine Frau hätte auch ruhig mal diese fröhlichen Seiten an ihm praktisch hervorheben können und nicht immer nur so, du bist so ein mürrischer Bär. Ja. Ne? Hier ist unser Deployment Room. Ja. Bist du bereit? Ich freue mich, ja, total. Jetzt bin ich mal gespannt. Hey, looks like we're stuck in here. come on, look, it's working. Yeah. This thing is airtight, right? yes. shit. yes? Als hätte man auch mal früher irgendwie drüber nachdenken können. Hat. Let's check it out. Mhm. You go first. Ja, bitte. Ah, ich gehe das da durch. Ja, aber könnte man das durch die ganze Station und. Ich weiß nicht, irgendwie, eigentlich ich muss schon. Nur sagen, in Dead Space 1 hätte das Ding nicht funktioniert, muss man dazu sagen. Ah, hey, hier geht's rein. Hier, cool. Ah, cool. Wurde mir aber grade... Warte mal, das ist doch ein Fahrstuhl gewesen. Wo ist ein Fahrstuhl? Da hinten war ein Fahrstuhl, hier. Cool, aber der hat keinen Ström. Das ist kein Ström. Nein, doch, der hat einen Ström. Hier ist Ström. Dann fahren wir doch mal nach oben. Gucken, was oben ist. Dass du das siehst, ich habe das auch gar nicht beachtet. Durch den Schleim. Genau, Adlerauge Luchsenohr. Ja, permanent an. Permanent. Genau. Infinitum immer da und. Ja, wundervoll. Ganz, ganz tolle. Können in Aventurien ganze zwei oder drei Leute und. Ich werde mehrere davon sind unfreundlich. Ja, und ich gehöre dazu. Was ist das hier und warum gehen wir hier lang? Keine Ahnung, aber. Hier müssen wir hier wirklich lang? Jetzt macht mich ein bisschen nervös. Ich drücke mal ganz kurz. Sekunde, ich muss das mal. Ich check das mal eben. Ja, check hier. Das mal. Ich halte den Rücken bzw. die Front frei, indem ich Scharfschützen spiele. Ja, hier geht's zu anderen Teilen. Wollen wir vielleicht erstmal bei Biologie? Ja, klar, dann bleiben wir bei Biologie. Ja, wir sind ja lernfähig. Wir müssen hier mit Sicherheit lang. Und die Tierchen dort freuen sich auch schon. Ja, die müssen hier lang. Die kommen hier auf jeden Fall vorbei. Wir legen uns hier mal auf die Lauer. Ja. So. Hier ist der Cargo-Lifter. Cargo-Lifter. Auch eine richtig tolle Geschichte halt. Mit dem riesigen Zeppelin. Schade, dass der nie wirklich umgesetzt war. Das muss ich wohl nicht rentiert haben. Ja. Ne? Das amortisiert sich so schnell nicht. Aber echt hochgradig interessante Sache, dass sowas halt gebaut werden sollte. So ein riesiger Zeppelin halt, der was eigentlich Fantastilliarden an. Da vorne der Typ ganz kurz. Erzähl weiter. Ja.
Ich aktiviere einfach mal das Ding hier, das, das spricht für sich selber. Ja, now realize why the alien machine was rejecting our codex. The instructions were being garbled by the second set of DNA. The aberration. We found a new specimen today. A pure and intact specimen. Its DNA is completely pristine. And I have high hopes that this is the breakthrough we were looking for. Junge, ihr habt Probleme. Ganz große. Und die haben hier irgendwo was versteckt. Ja, hier schon! Cool. Stimmt. Ich bin mal wieder frozen. Ja, ich seh's. Es dauert aber auch unnatürlich lange. Ich kann noch einsetzen. Nee, kann ich nicht. Doch. Ich kann noch einsetzen. Stehst du wieder? Ich stehe wieder, aber ich kann leider keinen zweiten setzen. Ich kann noch einsetzen. Ich kann alle meine drei hier hinsetzen. Was ist das für ein drei? Wand lebt. Oh. Wand ist tot. Die waren auch mal gefährlicher. Ja. Wobei ich nicht weiß, wie die wären, wenn du einen Raketenwerfer in Dead Space 2 gehabt hättest. Das ist eine gute Frage. Das ist richtig, ja. Da, du hast auf jeden Fall recht. Ich mach hier Arme und Beine ab. Nee, du hast auf jeden Fall recht. Da ist ein... Oh Gott. Bitte, ja? Ich guck mal hier gerade die Anatomie von den Wesen an. Krass. Ja. Ich muss die leider ein bisschen verteidigen, denn ich fände das auch super interessant. Also diese Wesen hier zu analysieren, wie die aufgebaut sind, inwieweit, das ist schon interessant. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, dass Leute das interessant finden, aber ich halte es auch für gefährlich. Hey, Artifact discovered. Cool. Personal Lock Dr. Alexei Obruchev. Ja, ist natürlich wieder so eine gute Frage, ne? Ich bin ja eher der Theologe. Ich bin ja eher der Meinung so, wir sollten uns nicht mit Dingen anlegen, die zu gefährlich sind. Also vernichten wir Sachen lieber, bevor sie uns eventuell vernichten. I suppose, Yaza Sword. Oh, sorry. Ich habe... So, kein Problem. Nee, mach. When I tacked poor PVT Private Freeman to the wall and gutted him like a fish. Das ist übrigens Private Freeman, der da hängt. Nicht zu verwechseln mit Gordon Freeman. But I felt the point had to be made. And what clearer way than show the evidence directly? The aberrations observed in the private skeletal structure. Aberrations sind, Aberrationen sind nicht wie Wucherungen, aber Veränderungen ins Negative praktisch. Ne, ja. Organs show unmistakable similarities to the specimen we fished out of the ice. The same force that twisted his corpse into a deranged killing machine is intrinsic to this planet's evolution. Further, everything appears to be linked to the signal carried by all markers. Even though the signal can be traced through Freeman's body, making minute changes to this structure and causing his cells to continue living. This may explain how the specimen we found have remained in such excellent condition after 2 million years in the ice. Cool. Damit haben sie die Frage auch beantwortet, die wir uns auch gestellt hatten. Wie können die eigentlich überleben? Ja, also das ist echt übel. Also hier, das ist ja praktisch jetzt, wie soll ich sagen, das ist ja der Super-Spoiler, ne? Also das ist jetzt ja die totale Erklärung. Also durch die Marker-Energie, durch diese freie Energie oder was auch immer. Hier, ich hab so ein Teil von Rosetta. Wo muss man das? Irgendwo muss das doch hin. Wir können das doch jetzt nicht mitnehmen. Achso. Hinter dir! Hä? Nimm! Hinter uns? Hinter uns? Oh, danke, dass du es gesehen hast. Ich hab das überhaupt nicht mitbekommen. Alter, schieß doch mal! Ich kann nicht. Kann ich schießen. Ich kann auch gerade nicht schießen, warum auch immer. Was ist denn das? Nicht mehr schießen, meine Maus macht nicht mehr mit. Ja, genau selber, ich bin fast schon auf, ich weiß aber nicht, was ist. Minigun raus und weiter geht der Raid. Hinter uns ist was, ja, dankeschön. Mann, halt wie viel aus, ey. Boah. Was ist das? Nein, natürlich noch nicht. Natürlich. Zwei! Oh, komm mal her. Ballern.
Maus! So. Was ist das jetzt? Nein, da ist noch einer. Es redet! Es hüpft! Ich bin echt irritiert. Ich auch. Das war skurril. Dass dann auch plötzlich unser Schusswechsel aufhört hier und irgendwie gleichzeitig unsere Mäuse versagen, das ist ja schon fast ein Feature. Ja, wer weiß, ob das eins ist. Ja, das ist ja. Das wäre natürlich mega geil, wenn dann plötzlich auch die Steuerung versagt und so. Das ist voll Cthulhu. Ja, ich meine, die Wirkung von dem Marker ist natürlich die große Frage, was er alles tut, ne? Und vielleicht tut er auch sowas. Frage nicht, was der. Which piece is it? It's hard to tell from the cross section, but it doesn't look like anything I recognize. Okay, I'll get it prepped when it arrives. Ja, Ellie, du machst das schon, Ellie. Genau. Ellie, du kennst dich ja mit Markern aus und. Und auch mit komischen Aliens. Ja. Du bist ja immerhin ausgebildete. Weiß ich was. Parazoologin? Ja, vermutlich. Das ist jetzt so. Eigentlich war sie ja mal irgendwie Truckfahrerin oder so. Das ist wie bei Battlestar Galactica. Was? Diese Lehrerin soll uns jetzt hier leiten? Sie war Ministerin für Bildung. Übrigens hat sich automatisch diese eine Quest abgeschlossen und wir können direkt dem Marker weiterfolgen. Folge dem Marker. Ja, genau. Wie gesagt, frage nicht, was der Marker für dich tun kann. Das tut er von sich aus, aber frage immer, was du für den Marker tun kannst. Make us whole. Ja, das ist immer ein Anfang, ne? Marker, man kann nie genug Marker bauen. Das stimmt. Warning, Hazmat Suits required beyond overpass. Und, die hatten auch ihre Hazmats an. Schieß doch mal schneller, du Granatenwerfer. Hit uns! Ich hab zwei eingefroren. Schau mal um. Könnt ihr mal aufhören zu leben? Ihr macht auch nur das, was der Marker euch sagt. Ne? Leben, töten. Ne? Also hier war das Scharfschützengewehr echt cool. Es hatte nur zu wenig Schuss. Guck mal raus, das ist voll cool hier. Mit dem Nordlicht, also mit dem Polarlicht oder was auch immer das sein soll. Da es Pole gibt, gibt es auch ein Polarlicht. Ja, es könnte sich in der Tat um ein Polarlicht handeln. Es ist völlig irre, also muss ich auch sagen, ich wäre auch selber, ich hätte das wieder nicht gesehen halt, weil ich gerade wieder so auf Schatzsuche aus bin hier. Und hier hinter dieser Tür ist was. Ich höre es schon. Paleo. Predates the rise of mankind. Are you listening to this? Fact. The marker exerts a field of influence that guides and grows biological organisms, evolving them over time towards some greater purpose. You see where this is going? Hinter der Munition. Ah. Ja. Ein schöner Fakt. Hat jetzt nicht so unrecht. Hey, cool, was hast du da gefunden? Ja. Was ist das? Ach. Tür. Ja, ich freue mich über jede Kleinigkeit. Da hinten leuchtet irgendwas. Geil, Tungsten! Hier, so ein Tungsten-Talkbar kann man hier reinprügeln. Und dann, bam, gibt's neue Goodies für uns. Hier ist ein Repeater... Oh Gott, Reaper Barricade Keys. Klar, aktivieren wir das hier erstmal. Okay, wir haben scheinbar noch eine Nebenquest bekommen. Was? Noch eine Nebenquest? Jedenfalls haben wir gerade noch eine Quest bekommen. Wie geil. Explosive Module. Hä? Immer her damit. Da hatten wir schon. Das war nicht so knorke. Erinnere ich mich. Explosive Module? Mich irritiert. Tungsten, liebes Tungsten. So, schauen wir doch mal. Wo war das denn? Ich muss mal Licht anmachen hier. Ich sehe nichts mehr. Mission, ja. Wir haben eine neue optionale Mission. Ja, super toll. Sofort hinter.
Reaper Barracks. To house the men and munitions that protected the research facility scientists. What I don't understand is what they needed protection from. There's no evidence of necromorphs in any of the logs I've discovered. Lucky for me, the soldiers were well armed. And I bet there are some valuable weapon parts in there. I might add them it. Ja. Mehr. Aber halt. Na gut. Nächste Folge? Ja, okay. Dann machen wir das halt in der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ne, bis dann. Tschüss. Ciao.